zurück zu einer neuen Folge hier zu ProTrain Perfect 2. Ich bin's natürlich, euer Bio, begrüße euch ganz herzlich und natürlich freue ich mich, dass ihr wieder einschaltet. Urlaub ist zu Ende, das heißt, jetzt geht's wieder weiter mit neuen Folgen. Wir waren ja unterwegs nach Trier Hauptbahnhof und jetzt habe ich gerade schon aufgenommen gehabt, aber wir müssen in Kordel anhalten und das habe ich leider verpasst, weswegen ich jetzt hier schon runtergehe mit der Geschwindigkeit, damit wir sofort auch anhalten können. So, denn das ist nämlich unser nächster Bahnhof hier. Nachdem ich ja hier letztes Mal auch einen Cut gemacht habe, ist das leider Gottes so, dass der Zug sich immer komplett aufbauen muss. Und natürlich, wenn man vor einem Bahnhof dann sich erstmal irgendwie sich wieder mal neu einloggen muss, dann musst du natürlich erstmal das Ebola-System musst du gucken und es war bestimmt 2 Kilometer vor. Das heißt, ich musste jetzt erstmal wirklich gucken, dass ich das jetzt hier alles schnell geregelt bekomme, bevor wir jetzt gleich hier schon ein Screenshot natürlich für YouTube machen können. Und wie ihr es gesehen habt, ich habe ein bisschen gearbeitet. Ich habe mal ein bisschen an unser Layout auf YouTube gearbeitet. Das heißt, ich habe neue Thumbnails erstellt für YouTube, damit es vielleicht ein bisschen ansprechender aussieht. Vielleicht kommen dann auch mal ein paar Leute mehr und gucken sich vielleicht mal unsere Videos an. Ich weiß es nicht. So. Tür auf. Das heißt, wir sind angekommen. Ach komm. Jetzt lässt er mich gerade nicht raus. Na gut, aber er nimmt auf. So. Oh, das ist ja Wahnsinn. Gut, das war jetzt F5-Taste. Genau, du kannst auch weg. Und somit können wir hier unser Bild machen. So. Leider geht es ja nicht, weil es ja leider kein Steam-Spiel ist. Deswegen muss ich das hier immer aus dem Video rausschnibbeln. Und dann funktioniert das. So. Die Türen sind noch offen. Deswegen würde ich jetzt mal gucken, dass wir jetzt hier schnell mal dem Ebola-System. Ach ja, komm. So, wo ist Kordel? Da ist Kordel. Das heißt, ja. Wir geben wieder Speed. Und dann ist unser nächster Halt dann. Ich gucke. Nächste Seite. Trier Hauptbahnhof schon. Dann war es das schon. Okay. Um 12.09 Uhr. Das passt. Dies passt. Und dann haben wir diese Strecke auch abgefahren hier. Ja, was ihr natürlich auch gesehen habt, ist natürlich, wie gesagt, unser neuer Banner auf YouTube. Ja, den habe ich mal so ein bisschen angepasst. Es war ja früher nur schwarz mit unserem Würfel drin. Das habe ich auch ein bisschen angepasst. Jetzt zeigt er mal so ein bisschen, was wir so spielen auf unserem Kanal. Also auch da habe ich mal ein bisschen dran gearbeitet. Und natürlich viele, viele Projekte für euch vorbereitet für diese Woche. Und tja, ich bin gespannt natürlich, wie euch diese Projekte gefallen. Auch unter anderem Susi, ja, was, wo ich versuche, dass das da mal ein Video so am Wochenende kommt. Muss ich mal gucken, ob ich das packe. Denn Susi ist bockschwer. Alter Falter, ist das schwer. Und Train Simulator macht aktuell Probleme. Das werdet ihr sehen, wenn ihr ProTrain Perfect 3 schaut. Die NOB-Bahn, also unsere Sonderfolge, die ich hier mache. Ja, da ist alles in Ordnung gewesen mit Open Rails. Leider aber nicht mit, das finde ich ein bisschen blöd. Mit, sag schon. Mit, ja. ProTrain 3. So. Kordel 60 ab 160. Okay. 60 ab 160. Können wir hier noch ein bisschen Speed geben. Das finde ich hier ganz cool, das mit dem Ebola-System. Das finde ich auch bei, habe ich schon gesagt gehabt, bei Susi cool, dass man das als separates Fenster sich da so anzeigen lassen kann. Ja, das finde ich schon sehr cool. Ich versuche ja mit dem Ebola-System ja auch zu arbeiten. Das ist ein bisschen, ja, man muss sich da ein bisschen so durchfummeln und das merkt man jetzt gerade bei Susi. Aber ich glaube, wenn man Susi packt, ja, dann sollte das eigentlich kein Problem mehr sein. Das auch, ja, in anderen zukünftigen Simulationen so zu spielen. Auch versuche ich zukünftig, jetzt zwar noch nicht in der Folge, das werde ich mal gucken, dass ich das dann mal jetzt demnächst mal so auf die Reihe bekomme.
auch ein wenig mit Sifa zu fahren. Ich glaube, das ist vielleicht auch noch ein ganz cooler Punkt. Wenn wir mal gucken. So 60. Eigentlich ab hier 60. Aber noch war, ist nur dieses Warnzeichen gewesen. Sollte jetzt aber demnächst kommen. Joa, und dann schauen wir mal. Ich habe, glaube, alle Pro-Trains jetzt mittlerweile beisammen. Wenn ihr die Sonderfolge von dem Train Simulator nicht gesehen habt. Und ich glaube, ich habe auch alle Add-ons, also Strecken-Add-ons von Pro-Train Perfect zusammen. Also, uns erwartet zukünftig viel Spaß hier auf unserem Kanal, denn ich habe da gerade richtig Lust drauf und aktuell, muss ich sagen, ziehe ich das auch gut durch, dass ich hier wirklich nur noch die Spiele spiele, auf die ich wirklich Lust habe. Und das sind bei mir die Fahrsimulatoren. Oh, da ist ein Grafikbug drin. Schiete. Ist natürlich unschön. Aber ich glaube, das ist auch eine Strecke aus ProTrain Perfect nur, ne? Das ist, glaube ich, keine neue Strecke. Also für den ProTrain Perfect 2, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Aber ich kann mich da auch ein bisschen täuschen. Ja, sonst habe ich ja vor, also ihr seht's, ich habe eine riesengroße Liste. Also ich freue mich ja auch darauf, ja, dass ich jetzt doch Spiele gefunden habe, Simulationen gefunden habe, auf die ich auch wirklich Lust habe. Schon lange nicht mehr gehabt, dass ich jetzt wirklich sage, doch, auf die Dinge habe ich jetzt massiv Lust. Und das würde ich jetzt auch durchziehen, bis ich irgendwann keine Lust mehr habe. Und ja, da bin ich dann natürlich gespannt. Also werden wir jetzt viel Zugsimulationen sehen, viele Fahrsimulatoren auf jeden Fall werden wir da sehen. Und da freue ich mich drauf. Freue ich mich wirklich drauf. Weil das sind so die Spiele, die mir am meisten Spaß machen. Und ich finde es cool, dass ich jetzt auch so die Bahnsimulation für mich entdeckt habe. Bin natürlich noch kein Vollpro, ich werde mich dann auch so ein bisschen rantasten müssen. Aber jeder fängt irgendwann mal klein an, oder? Ich denke mal, das sollte verständlich sein. Sonst werde ich halt versuchen, mich von Spielen so wie Strategiespielen oder sowas doch ein bisschen mich abzusetzen. Da können sich andere von unserem Team drum kümmern. Dafür sind sie da. Und wenn sie das halt nicht machen, ja, dann ist das halt so. Ich kann mich hier auch nicht zerteilen. So, jetzt guck mal nach. Das finde ich ein bisschen eigenartig hier. Was macht denn jetzt? Jetzt hat er mir einen Fahrplan rausgenommen. Achso, ich habe nächsten Fahrplan gemacht, ne? Nein, ich bin ein Honk. Tja, dann müssen wir leider blind fahren. Ich komme da aber auch nicht rauf. Voriger Fahrplan. Vorige Seite. Boah. Hä? Nein. Nee, das war Erich, ne? Das war jetzt Erich, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. So, warte mal, machen wir mal kurz mal Pause. Das können wir ja pausieren, Gott sei Dank. So. Oh. Ja, das ist halt ein bisschen nervig, dass der hier jedes Mal so komisch rumladen muss. Ich glaube, das war jetzt aber nicht unser halt. Jetzt haben wir jetzt ein Problem. Ja, nee, das ist nicht. Das ist Erang, ist das. Okay. Das ist nämlich cool, dass man hier schnell auf Pause schalten kann. Ja, natürlich blöd jetzt, dass unser Fahrplan weg ist. Ich kriege ihn auch jetzt aktuell nicht wieder. Da, jetzt kommt was. Jetzt weiß ich aber nicht, ob das hier unser ist. Ja. So, jetzt noch mal 100. So, ist das jetzt unser Fahrplan hier? Ja, das ist er, ne? Oh, ey, komm. Kordel.
Trier 116, aber davor kommt nochmal 50, 105,4. 105,4. Meilenstein. Da sind wir schon drüber. Da ist er. 105,4. Achso, 110. Oh, ne, doch, 105,6 kommt das. Achso, das war, okay, das war das gewesen, 106. Und dann kommt jetzt nochmal 60 bei 110,6. Okay. Und dann sind wir auch schon fast am Ziel. Siehst du mal. Haben wir es doch mal irgendwie gepackt hier, die Aufgabe. Naja. Ich sag ja, ich bin kein Vollpro, aber das möchte ich auch gar nicht sein. Wenn ich ein Vollpro wäre, dann würde ich auch da arbeiten wahrscheinlich und nicht bei der Post. Ne. So, das ist ein kleiner Bahnhof hier scheinbar. Ja. Aber gefällt mir echt gut, Brotrennen Perfect 2. Das muss ich mal lassen. Hätte ich nicht gedacht. Hätte ich wirklich nicht gedacht, dass ich irgendwann mal Brotrennen Perfect spiele. Also dadurch, dass ich hier auch nichts sehe, kann ich hier auch mein Tempo nehmen, was mir hier zusteht. Schon voller hier, ne? Ja. Sehr verehrte Fahrgäste, in wenigen Minuten erreichen wir unseren Endbahnhof Trier Hauptbahnhof. Der Ausstieg befindet sich in Fahrtrichtung rechts. In Trier erhalten Sie Anschluss an den Regionalexpress nach Koblenz Hauptbahnhof über Wittlich, Bulei und Cochem. Planmäßige Abfahrt 12.13 Uhr von Gleis 12 Nord. An die Regionalbahn nach Koblenz mit allen Unterwegshalten 12.21 Uhr von Gleis 13 Nord. An die Regionalbahn nach Saarburg 12.26 Uhr von Gleis 10 Süd. An die Regionalbahn nach Wincheringen 12.34 Uhr von Gleis 11 Süd. An den Regionalexpress nach Kaiserslautern 12.48 Uhr von Gleis 11 Süd. An die Regionalbahn nach Wittlich 12.51 Uhr von Gleis 12 Nord. An den Regionalexpress nach Luxemburg 12.57 Uhr von Gleis 10 Süd. Wir verabschieden uns von Ihnen, wünschen Ihnen eine angenehme Weiterfahrt und einen schönen Tag. Der Ausstieg befindet sich in Trier in Fahrtrichtung rechts. Ja, da sind wir angekommen an unserem Ziel. Und ich finde das so cool, das mit den Ansagen, das haben die echt cool gemacht. Also ich hoffe, dass ich da irgendwie noch weitere Überraschungen erleben darf hier in ProTrain Perfect 2. Und ja, ich bin natürlich auf eure Kommentare gespannt. Jetzt haben wir die nächste Route hier durch. Ist zwar keine S-Bahn, verständlich. Vielleicht hätte da lieber gerne mehr Berliner S-Bahn gesehen. Was ich auch natürlich nachvollziehen kann, werden wir uns auch noch angucken. Aber es kamen halt auch Kommentare, ja, man möchte auch gerne mal ein bisschen mal was anderes sehen. Und ja, ich will es ja auch sehen, weil, wie gesagt, für mich ist das ja auch alles komplett Neuland hier. Ich habe das ja zuvor, ja, wie gesagt, ja auch nicht gespielt. Und deswegen reizt mich das natürlich dann auch hier mehr mir anzugucken, auf jeden Fall, von ProTrain Perfect 2. Ich hoffe natürlich, dass ich euch hier weiterhin gut unterhalten kann. Ja, nach dem Urlaub verlernt man so ein bisschen was, aber ja, das geht schon irgendwie. So, hier ist der Halt. Das war perfekt. So. So, Fahrdienstleiter, hallo, wenn alle Fahrgäste den Zug verlassen haben, ändern Sie die Richtung und bringen Sie den Zug zum Abstellbereich. Ich werde Ihnen, sobald es geht, die Fahrstraße dorthin schalten. Dann haben Sie erstmal frei. Tja, aber nicht mehr mit mir, Leute. Ich werde da jetzt hier nicht noch
Den Zug abstellen, hallo? Wo kommt man da hin? So, da sind wir dann halt angekommen. Schön, dass ich das Fenster auch nicht wegkriege. Hm. Ja, sonst gibt's, wie gesagt, hier von uns erstmal ja, eine Sendepause. Ich muss mal gucken, was wir im nächsten Part sehen. Wollen uns da einfach kommen, wir spielen einfach nochmal eine Runde Berliner S-Bahn. Ich habe jetzt, glaube ich, die anderen Strecken gar nicht installiert, muss ich gestehen. Ups. Aber ist ja auch nicht so schlimm. Wir haben ja genug Content da. Und warum wollen wir das Schönste gleich mal rausholen? Brotrain Perfect nächste Woche wird ziemlich cool, denn da fahren wir das erste Mal von Berlin ab. Ich glaube, nach Hamburg geht das. Ich weiß gar nicht, was, nach was da geht. Ich habe es mir irgendwo rausgekramt. Und, nee, bin ich jetzt gerade nicht. Ist nicht so schlimm. Ist nicht so schlimm. Ja, wie gesagt, bei ProTrain Perfect würde ich das genauso machen wie bei ProTrain, dass wir da uns von Version zu Version immer weiter hocharbeiten. Das heißt, das erste richtige ProTrain wäre in dem Falle, obwohl das machen wir gerade schon nicht, denn Berliner S-Bahn ist ja schon ProTrain 4 oder sowas. Also von daher müssen wir mal gucken, was wir als nächstes machen. Ich verabschiede mich hier an der Stelle. Ja, freue mich natürlich, wenn ihr beim nächsten Mal einfach wieder einschaltet und mehr sehen wollt von ProTrain Perfect 2. Sonst, ja, hoffe ich einfach, wir sehen uns in einem anderen Projekt, falls euch das hier heute nicht zugesagt hat. Denn sage ich nur Tschüss. Bis denn, tschüss.